Mich begeistert hier an dem Projekt, dass wir eine Gemeinde relevant für diese Zeit hier bauen können, in der junge Menschen sich wiederfinden, indem sie auch gerne kommen und eine Art von Gemeinde finden, zu der sie gerne gehen möchten. Das motiviert mich zu wissen, dass Gott da dahinter steht und dass es in seiner Hand liegt, was dann daraus entsteht. Und da glaube ich, dass dann Gott auch was Gutes draus machen wird. Hier im Projekt arbeitet Familie Mambwe, die Pastorenfamilie hier mit uns. Und das ist richtig schön. Die haben sehr viel Erfahrung schon. Die haben viele verschiedene Dinge schon gesehen. Und es ist richtig schön, mit ihnen hier unterwegs zu sein und von ihnen zu lernen und sich zu ergänzen mit ihrer großen Erfahrung, mit ihrer großen Flexibilität, mit ihrer Kulturerfahrung, Erfahrung Gemeindebau. An meinem Glauben ist mir besonders wichtig, den mit anderen zu teilen, gemeinsam unterwegs zu sein, den nicht nur für mich allein zu leben. Und dann ist es cool, dass wir hier in einer Gemeinde arbeiten dürfen, wo wir das genauso tun können. Ich würde mich freuen, wenn in ein paar Jahren hier dieses Projekt mit eigenen Leitern dasteht, dass es eine gute Gemeindeleitung gibt, dass es gute Leiter gibt in der Kinder- und Jugendarbeit, im Frauenkreis, in Männerarbeiten, je nachdem, was wir noch anfangen, dass Sambia hier ihre Gaben einbringen können und dass es wirklich ihr Projekt wird und dass wir dann weiterziehen können oder andere Missionare weiterziehen können oder vielleicht aus dieser Gemeindegründung noch andere Gründungen entstehen können.